1957 findet in Ost-Berlin unter Anleitung von Offizieren der Volkspolizei die erste Großkampfübung der sogenannten Betriebskampfgruppen statt, die später Kampfgruppen der Arbeiterklasse genannt werden. Es handelt sich bei ihnen um Arbeiter aus den volkseigenen Betrieben, die als Paramilitärs rekrutiert werden. Erste Einheiten waren, als Reaktion auf die Massenproteste des 17. Juni, in der zweiten Jahreshälfte 1953 aufgestellt worden. In den Ruinen Ost-Berlins üben die blau uniformierten Kampfgruppen mit den roten Armbinden den Häuser- und Straßenkampf gegen westliche Saboteure und Agenten. Panzerspähwagen geben ihnen Feuerschutz. Die SED-Propaganda sieht in dem Manöver eine Warnung an alle aus den NATO-Staaten eingeschleusten konterrevolutionären Elemente.